Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie alt dieses Bild ist, aber es ist jetzt morgens um 6 und es war damals in Karlsheim bei der Aufarbeitung der 01104 und heute ist es soweit. Sie fährt wieder. Jürgen, jetzt ist es soweit. Nee, es ist ja schon mal Verspätung. Ah, Max! Was macht das jetzt mit dir? Ich habe am 9. August 1973 meine erste 0110 oder 012 in Rheine fotografiert. Und welche Lok war das? Die 012-104-6. Oh. Das war meine erste 0110, die ich praktisch so erlebt habe. 50 Jahre später ist 012-104-6 zurück auf der Schiene. Die Söhne von Jürgen Nicklich stehen selbst auf dem Führerstand dieses Schienenstars. Stehen wir hier. Sandor und Marco sind beide Heizer und Lokführer. Im Jahr 1996 kehrte die Lok aus England zurück. Die Familie Nicklich formierte eine Truppe willensstarker Menschen, die zu einem unglaublichen Team wurden. Ein Team, das gemeinsam über ein Jahrzehnt intensiv auf diesen Tag hingearbeitet hat. Dem Tag, an dem 012-104-6 wieder einen Schnellzug bespannen wird. 2 Tage nach ihrer Untersuchung. Magst du noch sagen, wo er steht? Nachdem das ehrgeizige Ziel der Aufarbeitung gefasst war, gründete sich im Dezember 2010 der Verein Faszination Dampf. Für den im Jahr 1940 in Berlin gebauten Renner begann ein neuer Lebensabschnitt. Und zugegeben, vielen in der Eisenbahnszene fehlte der Glaube an den Erfolg dieses Projektes. Doch an diesem heißen Sommertag im Juni 2023 steht sie da und ist bereit. Vom Platz des Heizers aus werden gleich die Brenner gezündet. Klingt einfach geil. Mit dem markanten Wummern ist sofort alles da. Faszination und Gänsehaut. Diese beiden Brenner sind der Grundstein für die unbändige Kraft der 0110 mit rund 2500 PS. Nach gut 3 Jahren der Aufarbeitung in Crailsheim folgte die Überführung zu den Eisenbahnwerkstätten Krefeld. Die letzten Arbeiten mussten im nahegelegenen Mönchengladbach erledigt werden. Welche Tiefen und welche Höhen die Aktiven in dieser Zeit erlebt haben, können wir nur erahnen. Doch heute, ja heute ist es soweit. Der Dreizylinder-Star ist zurück. In der Nacht wurde noch die Steuerung der Speisepumpe überarbeitet, jetzt läuft auch die hervorragend. Thomas, hast du die Stunden bis heute eigentlich gezählt? Nee. Nee. Ist ja uninteressant. Läuft und fertig. Also dann, auf zum Hauptbahnhof, wo unser Star des Tages bereits sehnsüchtig erwartet wird. Die Bahnhofshalle bietet die passende Kulisse für den ersten öffentlichen Auftritt. Hunderte Schaulustige treffen jetzt auf über 400 Fahrgäste im Sonderzug. E-Lok 110-278 hatte die Fahrgäste in Neuss, Düsseldorf und Krefeld eingesammelt und übergibt jetzt an die 012. Einst löste die Baureihe EC in die Schnellzugdampfloks der Bundesbahn vielerorts ab. Heute ist es andersrum und das Interesse der Öffentlichkeit sagenhaft. Aus dem angrenzenden Parkhaus bietet sich der perfekte Überblick über das Geschehen.
50 Jahre schon begleitet die 012-104 das Leben von Jürgen Nicklich, ohne den dieses Projekt wohl nie ins Rollen gekommen wäre. Dieser Moment muss für ihn unbeschreiblich sein. Du fühlst dich wirklich, du bist zittrig. Das ist schon so, ich bin zittrig, ja. Bin richtig aufgeregt. Das fesselt mich schon total. Also das ist mit den Leuten, diese Menschen, dieses Interesse. Weil mein Ziel ist, dass die Dampflok lebt. Und das Interesse an der Dampflok sinkt mit sinkendem Kesseldruck, sagt der Regler immer. Und hier hat es Spitzendruck und dann stehen die Leute. Und jetzt geht es endlich los. Welch ein denkwürdiger Moment. Nach 49 Jahren außer Dienst ist 012-104 zurück. Die E10 läuft abgebügelt als Zusatzlast mit und dient lediglich als Backup, falls etwas schief gehen sollte. Du, mir kommen die Tränen. Und diese Zwiebel, ist dir die Zwiebel aufgefallen? Was die für eine wahnsinnig schöne Zwiebel hat. Also da ist Weihnachten, 10 Weihnachten. Reichen da nicht. Die Zwiebel entsteht durch den doppelwandigen Schornstein der 0110, durch den der Abdampf der Lichtmaschine und des Mischvorwärmers entweicht. Im Zug Gänsehautstimmung pur. Viele haben diese Maschine noch zu Planzeiten erlebt. Ist doch schön. Das ist schon sehr, sehr schön. Eben als sie so ein bisschen lauter wurde, habe ich direkt sofort Gänsehaut. Ja, das ist schon. 49 Jahren ist man wieder dabei. Mein Gott. Mit dabei waren auch tausende Schaulustige an den Bahnhöfen, wo oftmals zur Lagerkontrolle gehalten wurde. Das wird heute noch zum Problem werden, aber dazu später mehr. Der fast 400 Tonnen schwere Zug wird problemlos beschleunigt. Sebastian Werner, Robin Gahn und Christian Eilers genießen diesen historischen Tag. 2023, neue Lok hier seit 49 Jahren. Ich wusste gar nicht, dass ein Körper so viel Gänsehaut durchgehend erzeugen kann. Aber es war so. Die Maschine läuft sehr ruhig. Alles funktioniert und der Kessel macht enorm Dampf. Die Eisenbahnwerkstätten Krefeld und die Faszination Dampf haben hervorragende Arbeit geleistet. Oh, das geht wirklich ernst genug. Du durfte schon 100 fahren jetzt. Oh ja, stehen überall Leute. Ja. Von Tempo 100 runter auf 0. Stillstand bei Hückelhofen. Fotografen und Schaulustige an und auf den Gleisen veranlassten die Lokführer des Planverkehrs zur Meldung der Ereignisse und einer daraus folgenden Streckensperrung. Grundsätzlich gilt, haltet bitte ausreichend Abstand vom Gleiskörper. In Hückelhofen-Baal warten wir zunächst vergebens auf den Dampfschnellzug in Richtung Aachen. Doch nach nicht einmal einer Stunde wird die Strecke wieder freigegeben. Thank you.
die 1104. Boah. Junge Leute überall. Wenn du so lange auf Sparflamme gekocht hast, wie ich, wie wir, dann reichen schon diese bescheidenen Anstrengungen. Verrückt. Zug werden Erinnerungen wach. Ja, tatsächlich. 49 Jahre Rückblick gehen in mir vor und kann mich an eine Mitfahrt mit dieser selben Lok im März 71 erinnern. Auch an der Strecke holt die Vorfreude alte Erinnerungen hervor. Ich habe sie erlebt von 1965 in Frankfurt an bis 72 Westerland. Reinhard Gumpert stellte uns seine Bilder freundlicherweise zur Verfügung. Im Juli 1972 beschleunigt die 104 den E2109 Westerland-Hamburg-Altona bei der Ausfahrt aus St. Michaelisdonn. Wie wir hoffte auch Reinhard auf der Kohlscheider Rampe auf den einmaligen und süchtig machenden Sound der 0110. Doch mittlerweile haben die Massen an der Strecke die zweite Streckensperrung erzeugt. Erneut kam die Meldung: Personen im Gleis. Verständlicherweise kippte bei über 30 Grad langsam die Stimmung. Schließlich kam nicht mal ein Eiswagen zur Beruhigung der Gemüter. Ich krieg ja gleich einen absoluten Kotz, wenn hier gleich noch eine Streckensperrung ist. Ich stehe seit 2 Stunden hier in der prallen Sonne und wegen irgendwelchen, Idioten, die sich nicht an irgendwelche Vorgaben halten können, passiert hier nichts. Herzogenrath wurde zum traurigen Endpunkt dieses denkwürdigen Tages. Eine erneute dritte Streckensperrung führte zum Abbruch der Fahrt. Ich sag mal, kann man nichts machen. Nee. Schlechte Laune muss man deswegen nicht kriegen. Ist nur schade. Ja. Durch die äußeren Umstände fehlen allen Teilnehmern am Schienenstrang geplante Aufnahmen. So ist dieser Film ein Gemeinschaftsprojekt geworden. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Dominik Hecht, Freddy Siemann, Marcel Janiowski und Nicole Sobotka für die zur Verfügung gestellten zusätzlichen Streckenaufnahmen. Unser Fazit. Ein denkwürdiger Tag endet ungeplant kurz vor Aachen. Das Wichtigste ist aber 012-104-6. Ein Schienenstar ist nach 49 Jahren erfolgreich zurückgekehrt. Chapeau.